und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Es ist... Oh, schon voll spät. Es ist 7:15. Ich wollte eigentlich vor 20 Minuten los. Ich nehme jetzt den nächsten Zug. Heute geht es für mich nach Portugal. Ich würde sagen, wir legen gleich los, sonst verpasse ich den Flug. Mittlerweile ist es 11:30. Ich bin jetzt nach 2,5 Stunden Flug in Porto angekommen und was ich gar nicht wusste, ist, dass hier eine Stunde Zeitverschiebung ist. Das heißt, es ist eine Stunde früher, deswegen ist es 11:30. Ich werde jetzt hier gleich abgeholt. Ich habe allerdings keine Ahnung von wem. Ehrlich gesagt, ich weiß absolut gar nicht, was jetzt passieren wird. Ich weiß nur, dass ich jetzt zu Proxys fahren werde. So, jetzt wird spannend. Mal gucken. Ich muss gucken, ob hier irgendwer steht mit einem Schild von mir. Ist hier irgendjemand? Ach! Hi! Gut, dir? Ja, alles gut. Wir sind jetzt angekommen. Jetzt sind wir ungefähr eine halbe Stunde vom Flughafen hierher gefahren. Ich habe ein Besucherschild bekommen und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was es hier alles gibt. Ich bin jetzt im Büro angekommen. Später gucken wir uns noch das Lager an. Das muss so riesig sein. Ich meine, ihr wisst ja, wenn ihr regelmäßig die Halls guckt, wie viele unterschiedliche Produkte es bei Proxys gibt. Und ich bin einfach so dermaßen gespannt, wie riesengroß dieses Lager sein muss. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall ist es hier schon mal mega cool. Draußen stehen lauter rote Minis, alles lauter Proxys-Minis. Und ja, mir wurde auch gerade erzählt, dass die hier in der Kolonne dann zur Arbeit fahren und dann ist alles voll mit diesen roten Minis. Ich stelle mir das mega lustig vor. So, jetzt geht's gleich los. Spannung. Yeah. Wir sind jetzt im Lager und es ist einfach nur so, so riesig. Also das gerade, was ihr gesehen habt, es ist alles Erdnussbutter. Da ist so viel Erdnussbutter. Wie viel Erdnussbutter war das? Zwei LKWs voll Erdnussbutter. Es gibt hier bald eine Erdnussbutterfabrik. Es ist so cool. Wo gibt's denn bitte eine Erdnussbutter? Das ist so geil. Ich freue mich so. Eine Erdnussbutterfabrik. Das ist der Wahnsinn. Yeah, yeah. So Leute, jetzt bin ich in meinem Hotel angekommen. In Braga bin ich jetzt gerade, in Braga in Portugal. Und jetzt habe ich mal Zeit, in Ruhe mit euch zu reden und euch zu erzählen, was gerade eigentlich hier los ist und was ich hier mache. Proxys hat mich eingeladen, um mir die Firma anzugucken, um mir das Büro anzugucken, um mir das Lager anzugucken, um mir zu zeigen, wo die Produkte herkommen, die ich jeden Monat auspacke. Ich bin noch mehr begeistert von Proxys als vorher. Was mich so richtig geflasht hat, ist, wie zufrieden und glücklich die Leute hier sind, die hier arbeiten, wie toll diese Firma ist, wie toll diese Menschen sind, die dahinter stecken. Ich meine, da gab es eine Küche, das ist unfassbar, da gab es eine Riesenküche, ne? Und da war so ein Becken drin, da können alle halt ihr Essen mitnehmen, ne? Und wenn man keine Mikrowelle zum Beispiel benutzen möchte, dann wird das Essen durch so ein Wasserbad erwärmt. Dann gibt es einen Haufen Obst und Gemüse für alle frei zugänglich, kostenlos. Jeder hat so einen übelst geilen
Arbeitsplatz mit dem Apple-Computer. Und wisst ihr, was ich richtig toll finde? Jeder Mensch, mit dem ich heute gesprochen habe, der steht zu 100% hinter Prozis. Die leben das, die lieben das, die stehen dahinter, die lieben die Produkte. Jeder, ich meine, da waren so viele Menschen in diesem Büro. Ich glaube, da waren über 300 Menschen. Und überall, auf jedem Schreibtisch steht irgendein Produkt. Jeder benutzt es, jeder hat einen Shaker, eine Flasche, einen Riegel, sonst irgendwas. Alle lieben diese Produkte und das ist so cool zu sehen. Ich finde das einfach so toll, wenn Menschen für das und mit dem arbeiten, was sie toll finden, mit ihrer Überzeugung. Hammer. Und da gab es so einen riesen Kalender, wo überall diese Veranstaltungen draufstehen, die die machen. Und dieser Kalender war einfach so überdimensional groß und so mega voll. Es werden so viele neue Produkte rauskommen. Und Mann, wisst ihr, wie sehr ich mich freue? Ich habe so schöne Sportleggings gesehen. Ich wollte die am liebsten mitnehmen. Die waren so schön. Ich kann es kaum abwarten. Und dann das Lager. Das war unbeschreiblich riesig. Das Riesenlager, ne? Und daneben wird einfach mal noch so ein fettes Ding gebaut. Und dann kommt auch noch diese Erdnussbutterfabrik. Wie geil ist das denn? Ich will unbedingt in diese Erdnussbutterfabrik, wenn die fertig ist. Ich bunker mich da in so einen Kessel ein, das weiß ich jetzt schon. Es ist so interessant zu sehen, wie das abgepackt wird. Dann diese Waage, die auf 0,0000 Gewicht genau misst. Dieses kleine Papierfutzelchen, was ich da in die Hand bekommen habe. Ich meine, das spürt man ja nicht mal, dass es in der Hand liegt. Diese Waage misst es. Es wird alles aufs Genaueste kontrolliert, wenn die Bestellungen verpackt werden. Es kann gar kein Fehler passieren, weil alles dreifach kontrolliert wird. Die Pakete werden gewogen. Jedes Paket hat einen Code, der abgespeichert wird. Es wird alles eingescannt. Da ist so ein Riesensystem dahinter, aber was einfach so gut funktioniert. Für mich war einfach das Schönste zu sehen, mit welcher Liebe und mit welcher Freude die Leute da arbeiten. Das fand ich so cool. Allein die Geste, mich hierher einzuladen, dass ich mir das alles angucken kann, was mir mega viel gebracht hat. Und ich hoffe, dass es euch auch ein bisschen so einen kleinen Einblick, ich hoffe, ich konnte es überhaupt alles rüberbringen, wahrscheinlich nicht, aber ich hoffe, ihr konntet zumindest so ein bisschen was. Es ist ein gutes Gefühl, Produkte zu konsumieren, zu haben und auch an euch weiterzugehen, wo man weiß, da stecken glückliche Menschen hinter. Das hört sich komisch an, aber ich finde das wirklich gut. Das ist wirklich gut und mir persönlich ist das so mega, mega wichtig. Und ja, jetzt muss ich euch aber noch mal einen Ausblick zeigen, der hinter euch ist. Es ist nämlich ein atemberaubender Ausblick. Ich bin in so einem wunderschönen Ort hier. Guckt euch das an. So, also in mein Fenster. Dann hier ist der Ausblick in den Garten. Da oben, hier, da ist morgen das Frühstück mit Ausblick nach da. Wie geil ist das denn? Ich werde jetzt noch vor die Tür gehen, ein bisschen spazieren gehen. Dann werde ich auch noch abgeholt. Dann gehen wir noch Abendessen. Und ja, morgen geht es dann auch schon wieder zurück. Packe euch den Link mit meinen Lieblingsprodukten unter dieses Video. 10% Rabatt mit dem Gutscheincode SUNNY10. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abo dalassen natürlich nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald!